Hast auch du schon ganz oft diese wunderschön gepierten Federn gesehen im Internet und wolltest es immer schon mal ausprobieren? Ich für meinen Teil unbedingt und deswegen machen wir das heute gemeinsam. Mein Name ist Claudia von Solat. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen und jetzt starten wir direkt rein ins Video. Also, wir werden heute mit der Chain Pull Methode arbeiten. Dafür habe ich so eine ganz handelsübliche Kette. Aber Schritt für Schritt, wir werden erstmal mit unserem Hintergrund starten. In meinem Kopf habe ich ein Bild von einer Himmelsfeder. Wir werden mal schauen, ob ich das so umsetzen kann. Für unsere Basis verwende ich ganz normale weiße Basisfarbe. Die trage ich erstmal großzügig hier auf unsere Leinwand auf. Ich mische ein bisschen Himmelblau von Amsterdam dazu. So. Und noch ein bisschen Perlweiß. Das soll später unseren Himmel symbolisieren. Ich werde mal schauen, ob ich noch ein bisschen weiße Farbe brauche. Allerdings verteile ich das jetzt erstmal mit einem Silikonspatel. So dachte ich mir das. Das ist sehr gut. Also ich habe eine Idee im Kopf von einer Engelsfeder. Ich werde gleich mit den Farben Gold, Silber und Prussian Blue als Kontrast arbeiten. Ich hoffe, ich kriege das so umgesetzt, wie es in meinem Kopf ist. Es ist ja ganz oft so, dass man irgendeine Idee im Kopf hat. Aber ich werde mein Allerbestes geben. So. Ich werde meinen Hintergrund jetzt noch ein bisschen ausdehnen, dass wir auch zeitgleich schön unsere Ränder gecovert haben. Okay, meinen Hintergrund finde ich erstmal ganz cool. Ich glaube, es könnte schon ein Himmel sein. Für meine Feder werde ich nun 24K Gold, Silber und Prussian Blue von Amsterdam verwenden. Das ist auch schon alles, was wir brauchen, abgesehen von unserem Spezialwerkzeug heute. Ich werde einmal noch ganz kurz die Luftbläschen aus meiner Basis machen. Nun, meine Lieben, muss ich mir überlegen, wie ich meine Feder angeordnet haben möchte, welche Position sie hat. Ich glaube, ich werde eine größere machen, auch nur eine. Damit starte ich unten links und mache einen kleinen Streifen Prussian Blue. Wichtig ist hier, nehmt erstmal weniger Farbe, glaubt mir. Die nächste Farbe, die ich verwende, ist Silber. Und Silber werde ich nur punktuell auftragen auf meinem Prussian Blue. Ich habe mir heute meine Farben extra in so kleine Fläschchen abgefüllt. Die kriegt ihr auf Amazon oder in einem Bastelzubehörladen. Das macht mir einfach den Auftrag ein bisschen leichter. Man könnte es aber auch mit dem Spatel machen. Also, ihr seid jetzt nicht gebunden daran. Okay, und die letzte Farbe, die ich auftrage, ist unser Gold. Hier möchte ich wieder einen Streifen machen. Okay, und ich glaube tatsächlich, das reicht uns erstmal an Farbe. So, nun nehme ich mir eine meiner Ketten. Mal schauen, welche ich nehme. Ich glaube, die hat eine ganz gute Länge. Ja. Die andere kommt beiseite. Oh, ich bin aufgeregt, Leute, ich bin aufgeregt. Okay, diese Kette lege ich jetzt vorsichtig in die Mitte unserer Farben. Genau. Ich lasse auch das Ende abstehen. Nun beginne ich die Kette vorsichtig und langsam nach oben abzuziehen und hoffe, ich habe genug Farbe aufgetragen. Aber das sieht erstmal gut aus. Wow. Das ist eine so coole Technik.
beginne nach oben hin immer einen schmaleren Kreis zu ziehen und entferne mit der Kette die überschüssige Farbe. Und ich finde, die erste Seite ist echt gut geworden. Lass uns noch die zweite Seite machen. Also von vorne, ich lege die Kette wieder in die Mitte unserer Feder. Lasse das Ende ein bisschen abstehen und nun ziehe ich die Kette in die gegengesetzte Richtung ab. Also von vorne langsam nach oben. Ich werde oben hin immer schmaler. Lass mir Zeit beim Abziehen. Jawohl. Okay, erstmal finde ich das Muster, das wir gerade geschaffen haben, super cool. Aber noch ist es keine Feder. So, pass auf. Okay, wie mache ich das? Ich werde jetzt meine Kette noch einmal in die Mitte legen. Oh, in die Mitte, Claudi, in die Mitte. Ja. Und werde sie ganz vorsichtig... Oh Gott, ich habe Angst, oh Gott. Ganz vorsichtig nach unten ziehen, gerade nach unten. Ja. Okay, ja, gut. So, ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, aber ich glaube, ich möchte die Feder noch ein bisschen goldener haben. Wir versuchen es jetzt einfach. Ich swipe jetzt einfach noch einmal drüber. Einen goldenen Strich in der Mitte. Vielleicht sogar noch ein bisschen Silber dazu. Silber mache ich wieder punktuell. Okay. Und noch einmal von vorne. Ich hoffe, ich zerstöre es jetzt nicht. Ich ziehe meine Kette noch einmal nach unten ab. Ja, und schaut mal, jetzt kriege ich den Kontrast, den ich haben wollte. Ja, sehr gut. Jetzt habe ich hier diese schönen Lines, diese schönen Federn, diesen schönen Farbverlauf. Manchmal braucht es auch einfach ein bisschen Mut zur Farbe. So, ein bisschen Gold nehme ich mir noch für die andere Seite. Ich lege meine Kette wieder in die goldene Farbe. Aufregend! Und ich ziehe sie wieder nach oben. Nach oben hin werde ich immer ein bisschen schmaler. Sehr gut. Okay, wollen wir mutig sein und noch einen dritten Farbauftrag machen? Ich glaube, ich hätte nämlich Lust, dass sie noch ein bisschen blauer wird. Wir versuchen es. Einmal Prussian Blue in die Mitte. Und dieses Mal nehme ich punktuell das Gold. Ich brauche nicht mehr so viel Farbe. Ganz wenig Silber nehme ich noch. So, ja. Einmal noch kurz mit dem Brenner drüber. So. Und ein letztes Mal lege ich meine Kette in die Mitte unserer Farben. Beginne die untere Seite nach unten zu ziehen.
Schön. Oh, ja, das ist nicht schlimm. Und die obere Seite beginne ich nach oben zu ziehen. Ja. Sehr toll. Nun kommt die Kette noch einmal in die Mitte. Ziehe sie einmal von oben nach unten ab. Jawohl. Und jetzt hat die Kette auch ausgedient für uns. Jetzt werden wir uns hier noch um ein paar Details kümmern. Ich habe hier ein Holzstäbchen und möchte nun die Federlines hier noch ein bisschen ausgeprägter machen. Dazu ziehe ich einfach aus der Mitte kleine Striche in die äußere Farbe. Das könnt ihr hier ganz gut erkennen. Auf der Unterseite mache ich genau das Gleiche. Dann werde ich mit meinem Finger entlang unserer Außenlinie die Feder noch ein bisschen nachziehen. Auf der Oberseite genau das Gleiche. Ich nehme mir noch ein ganz kleines bisschen goldene Farbe. Da brauchen wir gar nicht viel. Tippe mit der Spitze von meinem Rührstäbchen rein und kann so noch ein paar kleine goldene Highlights setzen. Das finde ich immer sehr schön. Meine Lieben, ich bin fertig mit der Detailarbeit. Kommt mal gerne ein Stück näher ran. Also, was sagen wir? Ich glaube, ich werde es noch einmal auf dunklen Hintergrund machen, damit die Farben ein bisschen mehr leuchten. Allerdings kann man unsere Muster der Feder echt gut erkennen und ich bin für den ersten Versuch echt zufrieden. Sagt mir gerne mal, wie ihr es findet. Wenn es euch gefällt, vergesst bitte nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, meinen Kanal zu abonnieren. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Einschalten und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut!